Wunderschönen guten Morgen aus Night City, Leute. Zeit für den nächsten Auftrag, wie immer. Heute mal für Regina, nehme ich an. Da das ehrlich gesagt die einzige ist, für die wir überhaupt noch was über... Dann wahrscheinlich das Cyber-Zeigwort. Nehmen wir den hier. Gleich den nächsten. Straße runter raus. Also warte mal, ein schönes Stück, warte mal. Also. Ist aus der falschen Richtung gekommen. Jo. Gleich zusammen das gute Ding. Oder ist das etwa in Kabul Regina? Gibt es einen neuen Fixer aus der UdSSR. Seit ein paar Wochen mischt er hier in größeren Angelegenheiten mit. Du sollst rausfinden, was genau er so treibt. Optional, löse keinen Alarm aus. Oh, ich hasse es. Das Hotel Raito. Im Anhang steht mehr über den Genossen und den Job. Den Genossen. Also, mal wieder eine Schleichmission. I hate it. Kleptomanie, irgendwelche Großmäuler in Arasaka-Anzügen haben ausgeplaudert, dass irgendein großer Deal mit den Roten ansteht. Scheinbar war das kein reines Angebergequatsche, denn der Mikhail Akulov ist vor einer Weile in Night City eingetroffen. Der mit dem Auto und dem GPS-Tracker, Topfixer aus der Sowjetunion. Mein Kunde will Akulovs Datensplitter, auf dem sich angeblich extrem wertvolle Informationen zu Gesprächen mit den Japanern befinden. Geh zu Akulovs Hotel, schnapp dir die Daten. Dass der Mann schwer bewacht ist, wirst du dir denken können. Und denk dran, wenn du ohne Aufsehen rein und rauskommst, kriegst du mehr Kohle. Ruf mich an, wenn die Sache erledigt ist. Also, für sie mal wieder mit Schleichen. Erste Amtshandlung speichern. Weil es eh wieder in die Hose gehen wird. Schleichen ist nicht so mein Ding, warte. Kann bestimmt von oben rum, oder? Warte. Was seine Wachen? Die Tiger Claws? Okay, wir haben ihn gespeichert. Warte. What? Wie konnte der mich denn... Street smart. Wo kommt die Musik jetzt noch her, wenn ich das Ding gerade ausgemacht habe? Wofür war das überhaupt jetzt gut? Das hat gar nichts damit zu tun? Ey. Jo.
bestimmt irgendwo ein Hintereingang. Das war doch jetzt nicht ganz umsonst der Scheiß da hinten. Ich erinnere mich. Hat mich für dich umgehört. Aber immer noch keine Jobs. Ja, schon war sicher, habe ich gefragt. Hm. Also ich weiß nicht. Wieso kann ich den Typen nicht? Ja, ja, jeder weiß davon. Hör zu, ich muss zurück an die Arbeit. Ja. Okay, wir sehen uns. Kriegt er ja nicht mit. Das ist ja das Gute. Systemneustart. Jack Paul. Keine Zugehörigkeit. Okay. Aber wieso... Warte mal. Gibt es hier nicht einen schönen Schleichweg irgendwie? Bestimmt. 100 Pro gibt es irgendwo einen Nebeneingang. Warte. Nee. Gehen wir wohl von vorne rein. Was? Ausgelöst. Aber ihn da, wieso kann ich ihn nicht... Warte, wir haben immer noch keinen Alarm ausgelöst, das ist schon mal gut. Aber ich check den Typen nicht so ganz, den Portier da vorne. Wieso kann ich den nicht ausschalten? Warte mal. Ablenkung geht auch nicht? Was? Wieso ist das alles blockiert? Was würde aber gehen hier vorne? Mal sehen. Bringt nichts für ihn. Alter, oder hätte man doch da hinten reingekonnt. Moment mal kurz. Das wird doch nicht ganz umsonst hier gewesen sein. Nein, nein, nein. Hier ist nichts. Weder das kannst du öffnen, noch das, noch die hier. Ja, also das hat gar nichts damit zu tun. Seltsam, es sieht für mich so nach Hintereingang aus, aber... Nein, ach, mach doch keinen Scheiß. Nee, nee, bringt dir nichts. Kein Fall. Ah. Also kein Alarm auslösen, ha? Wir werden mal ganz normal reinlatschen. Vorbeilatschen, als wären wir irgendwie so Hotelgast. Warte mal, das ist aber perfekt hier für den Touri. Na gut, also es bleibt nichts. Kannst nichts manipulieren, was in seiner Nähe steht.
Und er guckt direkt auf die Tür. Mal sehen. Auch nicht. Warte mal, heck dich mal in die Scheißkammer rein. Das ist doch die einzige Cam, verdammte Scheiße. Da geht's auf einmal. Aber nicht mehr. Fuck, Alter, ich kapier das nicht. Lenk ihn damit ab. Bringt einen Scheiß für ihn. Okay, hätten wir gar nicht gebraucht. Der hat eben nur auch so eine Alarmvisage gemacht, weil die anderen dich entdeckt hatten. Dann wäre es losgegangen. Okay, aber ich schalte ihn trotzdem aus, weil ich will. Wie kann ich Ihnen helfen? Gar nicht. Zugangschip für den Aufzug. Sehr schön. Schauen wir mal, ob wir ein paar Camps finden. Was? Im Namen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken möchte ich Interesse an einer Geschäftsvereinbarung mit dem Hotel Ratio bekunden. Wir möchten für die Dauer von einem Monat Räumlichkeiten für die Genossen Mikhail Sergejewitsch Akulov und seine Sicherheitsleute mieten. Voraussetzungen: erstens ein komplettes Stockwerk, das Genosse Akulov zur Verfügung gestellt wird. Zweitens eingeschränkten Zugang ausschließlich für die Sicherheitsleute des Genossen Akulov. Drittens sämtliche Überwachungskameras außerhalb der Etage des Genossen Akulov müssen deaktiviert sein. Viertens unsere Agenten müssen vollen Zugriff auf das Sicherheitssystem des Hotels erhalten. Okay, neue Lieferung. Ach, hier wäre auch ein Zugangschip gewesen, okay. Hast ihn halt doppelt, auch gut. Jo, also, mal kurz die beiden Dinger noch. FF. Oh nein! Alter, alles klar mit dir? So, komm, versuch erstmal die andere Seite.
Warum versuchst du denn unbedingt ihn mitzunehmen? Wieder ruiniert. Alter, stimmt irgendwas nicht mit dir oder was? Was ist los? Zu wenig Kaffee getrunken? Sicherheitssystem? Ganz bestimmt nicht. Ist er das? Sieht mich da. Wo ist da einer? Ach, die Scheiß-Cam. Ausschalten.
Wir klauen erstmal alles, was wir den Finger kriegen. Hier drauf ist wahrscheinlich nicht, ne? Ja, wieder dasselbe. Mann. Mal später. Der Foodie-Leitfaden für Night City. Da ist er. Mitten im Raum. Wer ist sie denn? Nadesta Tiorina. Eine Zugehörigkeit. Wo sind die beiden Wachen, verdammte Scheiße? Wo? Den hätten wir uns draußen schnappen können. Sind das nur die beiden? Nee, sie ist jetzt da. Es sind nur die beiden. Camps gibt's auch keine mehr, also. Dan? Michael? Machst du nicht. Hä? Wo ist er jetzt? Kühltruhe bestimmt nicht gut. Immer viel Cash. Der Putins Land, Leute. Alter, was zur Hölle? Da ist ein Fleck drauf, Mutti. Okay. Ja, ich würde sagen, zum Looten gibt es auch nichts mehr. Nehmen wir hier später noch mit. Zugang Ship Penthouse. Okay, ach, okay, wenn wir von da gekommen wären, von der anderen Seite. Verstehe. Na denn, machen wir uns vom Acker. Was? Geklaut haben wir alles, den Taco essen wir noch, wenn er schon hier rumliegt, sonst wieder kalt. Das ist wohl seine kleine Lounge für Special. Oh, das sind Sushi.
bei Sand und Tod. Okay, also Rest interessiert mich nicht. Hier noch eben taggen und das war's dann. Sehr lame, der Auftrag. Oh. Ja, super. Dann nehmen wir ihn. Mist. Jo. Ja, jetzt kommen wir gar nicht mehr hin. Jo. Super gemacht wieder. Muss es ja unbedingt zwei haben wollen. So. Es ist ein Graus. Oh. Ist das ein Witz heute oder was? Ich habe irgendwie eine Schaltstörung. Ich werde das heute hier nicht mehr. Heute ist kein Cyberpunk-Tag. Merk schon. Siebenmal kriegst du aber auch nicht mehr rein. Also. Mann, die hätten es nicht in Echtzeit so lange machen müssen. What? Bewohner. Hab den Splitter. Gute Arbeit. Ich schick dir die Übergabekoordinaten. Der Kunde wartet dort auf dich. Komm mir vor wie ein Konzernagent. Womit habe ich es hier zu tun? Mit China. Der Kunde ist China. China? So. Dachte, du schwimmst nicht gerne mit Haien. Jeder hat Schulden wie. Man tut, was man tun muss. Was passiert, wenn du sie nicht bezahlen kannst? Weißt du, warum wir solche Gossenjobs machen? Damit ich genau das nicht rausfinde. Was sind das für Schulden? Ach, nur Altlasten aus früheren Zeiten. Brauchte schnell Hilfe. Hilfe? Wofür? Aha. Hey, hab ich dich hier so ausgequetscht? In deiner Vergangenheit gewühlt? Nein, hast du nicht. Ich verarsch dich nur wie. Wenn's dir nichts ausmacht, würde ich das gern einfach hinter mich bringen. Also, fährst du jetzt dahin? Oh, was für eine Ansicht. Bin unterwegs. Wie? Warte. Ja? Wenn du da bist, keine Fragen. Mach die nur stinkig. Ich versuch's.
Minuten später zu Reginas Kunden. 275 Meter, alter Schwede, ey. Alter, hier ist auch an jeder Ecke eine Porno-Werbung. Wir stellen natürlich Fragen, oder? Vielleicht wird der Auftakt dann doch noch ein bisschen spannend. Das Handy geht mir so auf den Sack. Ja. Hallo? Finstere Gasse, schwarze Limo, Schlips und Kragen. Brauche ich ein Codewort oder sowas? Zombie. Nicht besonders gesprächig, was? Buddy. Dann kann er. Ihnen vor. Was? Ja, oder? Locken zum Haar. So, Gölä. Wo ist der Tod von Gamma? Du Lofa, wo ist der Gamma? Mengla. Der Hoi ist auch. So ein Job, ganz ohne Probleme. Und Mucksmäuschen still. Wirklich? Aber lame wie Sau. Und danke. Hol dir den Bonus vom Übergabeort. Wieder dahin zurück. Alter, man muss es aber auch nicht in die Länge ziehen. Oh, wo sind die denn? Oh nein, Sackgasse. Hi, Eddie, ist der Veteran? So, das war's dann. Ach, komm hier. Hier, bedien dich. Du bist einer von den Guten. Danke. Okay, heute war es leider sehr lame, Leute. Aber ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr trotzdem. Bis demnächst.